Einen wunderschönen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Gamercheck RP. Euer Silas Pieps hier. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie man das PS Vita System mit der PS4 verbindet. Relativ einfach und schnell gemacht. Ihr müsst eine gewisse Grundvoraussetzung erfüllen. Ihr müsst bei beiden Systemen eine Internetverbindung haben. Und natürlich die neueste Systemsoftwareaktualisierung muss natürlich auch drauf sein auf beiden Systemen. Bei der PS Vita bekommt ihr dann einen schönen neuen Button dazu. Der ist hier unten links bei mir. PS4 Verknüpfungen heißt dieser. Und wenn das gemacht ist, könnt ihr schon zu eurem PS4 System ins Menü oder ins Hauptmenü zurückswitchen, sage ich mal so. Und da müsst ihr direkt unter Einstellungen in den Ordner Remote Play Verbindungseinstellungen gehen und da zwei Häkchen setzen. Einmal bei Remote Play aktivieren und direkt darunter bei direkt mit PS Vita bzw. PSTV verbinden. Da müssen die zwei Häkchen reingesetzt werden. Danach könnt ihr wieder rausgehen und nochmal bei Energiespareinstellungen hineingehen. Im Ruhemodus verfügbare Funktionen auch nochmal hinein und dann da auch nochmal zwei Häkchen. Einmal bei mit dem Internet verbunden bleiben und direkt darunter einschalten der PS4 aus dem Netzwerk aktivieren. Das ist nachher oder ich sag mal für einen späteren Zeitraum dann wichtig, wenn ihr euer PS4 System einschalten wollt über die PS Vita von außerhalb. Wenn ihr wenn ihr halt draußen seid, Grundvoraussetzung, die ihr auch erfüllen müsst, ist ein separater Hotspot vom Handy oder Tablet oder eine andere WLAN-Verbindung beim Kollegen, Familie, Kumpel oder wo ihr halt euch in ein anderes WLAN halt hineinsetzen oder verbinden könnt, sage ich mal so. Für die Leute, die die PS Vita mit der 3G-Version haben, wissen ja, dass man da eine Handykarte einfügen kann und da das separate Datenroaming benutzen kann. Problem an der ganzen Sache ist, man kann die PS4 nicht über das PS Vita System dann einschalten. Man muss halt, wie gesagt, eine Grundvoraussetzung haben, das ist ein separater Hotspot oder wie gesagt eine andere WLAN-Verbindung. Anders geht es halt leider nicht. Ich habe es probiert, kann ich euch nur mal so am Rande noch so sagen. Ja, wenn das gemacht worden ist, mit den Häkchen alles, dann könnt ihr auch schon wieder rausgehen, wieder bei Remote Play Verbindungseinstellungen hinein und natürlich euer Gerät mit der PlayStation 4 verbinden. Da geht ihr auf Gerät hinzufügen natürlich und dann habt ihr da eine achtstellige Zahl, wo ihr jetzt 300 Sekunden Zeit habt, diese bei eurem PS Vita System einzutippen. Das zeige ich euch jetzt. Da geht ihr wieder zu eurem PS Vita System, auf den neuen Button PS4 Verknüpfung, einmal starten und dann müsstet ihr jetzt auf Remote Play drücken. Ich mache es jetzt nicht, weil meine ist verbunden. Ich werde sie jetzt nochmal trennen für euch, um euch zu zeigen, wo man halt diese Zahl eingeben muss. Genau, dann kommt dieses Menü. Hier unten ist eine kleine Leiste, wo ihr raufgehen müsst. Und müsst dann diese Zahl, die bei euch am Fernseher angezeigt wird, hier eintippen. Ist auch jedes Mal eine andere Zahl. Also, ja, so, wenn das gemacht ist, registriert jetzt euer PS4-System die PS Vita. Dann wird er nochmal die Verbindungsumgebung prüfen. Und wenn das gemacht worden ist, so genau, Verbindungsumgebung wird geprüft. Wenn das vollzogen ist, sage ich mal so, ist euer PS Vita System mit dem PlayStation 4 System schon verbunden. Jetzt könnt ihr halt PlayStation 4 System über die Vita steuern. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie man die PlayStation 4 vorbereitet, um sie aus dem Internet einschalten zu können über das PS Vita System. Da müsst ihr ganz nach rechts auf den Power Button
und die PS4 in den Ruhemodus oder dieser sogenannte Bereitschaftsmodus müsst ihr dann da einschalten. Und das dann gemacht ist, geht eure PS4 jetzt in den Bereitschaftsmodus. Wenn dieser Bereitschaftsmodus zustande gekommen ist, erkennt ihr diesen auch an der durchgehend leuchtenden LED-Leiste. Die muss aber orange leuchten natürlich. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass euer PS4-System im Bereitschaftsmodus ist. Da unten ein kleiner Augenblick. So, jetzt ist die PS4 schon im Bereitschaftsmodus. Und jetzt könntet ihr von außerhalb über einen separaten Hotspot oder wie gesagt über eine andere WLAN-Verbindung die PS4 einschalten. Natürlich auch wenn ihr zu Hause seid, ist klar. Dann nehmt ihr halt einfach euer PS4-System, drückt wieder auf den neuen Button PS4-Verknüpfung, Start und dann Remote Play. Und dann sucht ihr halt die PS4, wenn ihr zu Hause seid, in der Umgebung. Wird ihr relativ schnell finden. Die müsst ihr jetzt gleich angehen. Genau. Jetzt ist sie angegangen. So. Wenn ihr natürlich außerhalb unterwegs seid, wird er euer PS4-System natürlich nicht finden. Da wird er dann über übers Netzwerk halt natürlich probieren, euer PS4-System zu aktualisieren oder zu finden, besser gesagt, und dieses darüber einzuschalten. Noch als Anmerkung, um eine stabile Verbindung aufrechtzuerhalten, ihr müsst bei eurem Router das UPnP freigeschaltet haben oder aktiviert haben. Wenn das natürlich nicht möglich ist, dann müsst ihr notgezwungen die Ports für die PlayStation 4 und für die PS Vita natürlich freischalten. Ist alles kein Problem heutzutage. Die Ports findet ihr auch auf der Sony-Website. Die schreibt ihr euch dann einfach raus und dann in eurem Router eingetippt und dann dürfte das eigentlich kein Problem mehr sein mit der Verbindung. So. Wenn ihr jetzt von außerhalb Spiele spielen wollt, müsst ihr natürlich das jeweilige Spiel in der PlayStation eingelegt haben. Spiele, die ihr aus dem Store geladen habt, zum Beispiel bei mir ist es jetzt Plants vs. Zombies, die könnt ihr natürlich ohne Probleme spielen. Das vorab. Ja, für die Leute, die natürlich mit der PS Vita, ich sag mal so, nur als Beispiel jetzt, bei mir ist es zum Beispiel so, Frau möchte ihre Sendung gucken. Ich spiele dann über der PS Vita und ja, ich sag mal nach anderthalb, zwei Stunden tun dann eben dann doch schon ein bisschen die Finger weh. Und da gibt es eine kleine Notlösung. Die zeige ich euch jetzt mal. Wenn ihr jetzt euren Hauptcontroller nimmt, könnt ihr diesen auch benutzen, um euer PS Vita System natürlich zu steuern. Das geht so, einfach einmal auf den Power-Button drücken, dann nicht mit eurem normalen Account einloggen, ihr müsst jetzt einen Gast erstellen. Genau, als Gast erstellen und natürlich Internetverbindung nein. So. Dann müsst ihr natürlich noch einmal den Power-Knopf drücken, damit ihr zu eurem Gast kommt. Kamera, Sprachsteuerung brauchen wir jetzt nicht. Und jetzt könnt ihr auch das PS Vita System über den Controller steuern. So ein kleiner Trick am Rande, wenn man halt mal doch ein bisschen gemütlicher spielen möchte. Ja, das war's dann eigentlich. Wenn noch Fragen aufgetaucht sind, haut sie unten in die Kommis drin. Ich probiere sie so gut wie möglich zu beantworten. Ja, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, würde mich natürlich auch freuen. Und ja, damit verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Silas Pieps.